10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Dead Rising 4. Zu einer weiteren Folge vom Wir suchen den Nikolaus im Kaufhaus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Mal gucken, ob wir... Ich höre nur gerade, was sie da sagen. Taschenhammer. Ja, den braucht man auch. Haushaltsreiniger. Was mache ich damit? Los Machetos. Oh. Den Bunker sichern. Ja, machen wir doch. Ein Eispickel. Das klingt aber seltsam. Ein wenig. Okay. Tasche. Ja, da noch was. Oh, der gute Hammer. Den behalten wir noch. Was denn nun? Aha, okay. Jetzt kommt irgendwas Böses. Scheiße! Alter! Kack-Lebkuchen! Schnauze, du Lebkuchen, ey! Okay, die Verwandlung hat sonst Tage gedauert. Was zur Hölle war das? Lebkuchen-Alarm eben. Notbunker, saure Notbunker, alles klar. Die Freshest. Wer labert, könnte jemand helfen? Ich brauche Hilfe. Seid mal leise, sind überall Zombies. Nee, seid... Boah. Wenn die weiter so machen, helfe ich sie nicht. Elektroschocker. Oh. Computer, ja. Rabenschwarzer Freitag, alles klar. So. Scheint hier unten zu sein. Komm mal her. Mann, Mann, Mann. Heilige Scheiße. Verdammt. Was ist das? Lauschpistole.
Oh! Hier riecht es ziemlich übel. Hoffentlich ist es nicht weg. Ach du Kacke. Fahrzeughändler, ja. Geh mal zu den Interessenten. Alles klar, Boy. Wie viel haben wir denn? Kombi-Fernwaffe, Wurfwaffe. Irre. Grundwaffe. Hast du keine Munition, Mann? Nicht mit dem Pümpel. Licht aus. X-Fäuste. Oh. Da sehe ich doch einen Favoriten. Gute Wahl. Man kann nie vorsichtig genug sein. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ist hier keine Munition? Oh, auf da. Kultistenschwert. Boah, wir machen jetzt hier voll ein auf Satanisten. Was ist das hier? Ein Regenschirm. Nein, danke. Fahrzeughändler. Ja. Hab noch nicht mal tauschen Batterien. Was war das? Hier war was Blaues. Oder? Ah, der Vorschlag war okay. Wie sie hier auf gelangweilt tun, weißt du, als ob es das Selbstverständlichste wäre, dass ich die rette. Oh, oh, was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja, sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Ich hatte hier alles im Griff, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Ja, klar. Was an der Wand ist, Vicks Handschrift. Hier muss es sein. Zu weit weg. Alles klar. Okay. Vordereingang. Muss mir das genauer anschauen. Vielleicht eine andere Perspektive. Die hat mich als Dartschal genutzt. Ich muss näher ran. Ja, noch näher, wie zum Fahr. Apple. Bei Apple ist sie. Work Computer. Null Einkauf. Ich brauche das Passwort. Null Einkauf. Mist, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Ich brauche das Passwort, ja. Wo soll ich das herholen?
Aha. Da schau her. Naja, dann haben wir es doch, oder? Das ist Militärtechnik. Damit hat Vic wohl ihre Berichte hochgeladen. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schaue es mir mal selbst an. Sowas macht dann halt ein Wachdienst. Bevor du gehst, ich muss dir noch was sagen. Waffenhändler sind auch Molotov-Cocktails. Wie ergeht es dir da draußen? Du brauchst Vorräte, mein Freund. Irren und... Na. Das sieht geil aus, das nehmen wir einfach mal. Gute Wahl. Immer cool bleiben. Ah, klar. Wir bleiben immer cool, ist ja logisch. So, er will uns noch was sagen. Wie hat man seine Ruhe? Oder sie, oder er, was auch immer. Es? Hab dich reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Ja, schön. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah, okay. Hammer. Du willst schon überleben, ja? Trainingsbuch Orte. Hey, pass auf dich auf. Na ja. Ist gefährlich da draußen. Hereinspaziert. Guten Tag auch. Jude Dach. Ich könnte gar nicht schlafen, wenn hier überall so Zombies um mich herum wären. Die gehen sich dann ab. Ja, was soll ich? Eine Karte kaufen. Ja, womit soll ich hier bezahlen? Ach so. Die kostet nur ein. Alles klar. Sind nicht mehr viele da. Mach die Zombies fertig. Mach ich. Wenn ich nichts sage, sagen die mir was. Ah, das sieht nicht so gut aus. Nee. Oh, kann ich mit dem Auto fahren? Oh, shit. Finishen. Nein, kann ich nicht. Schade. Lebkuchen. Kommt her, alles klar. Aber das sind Wichtel, gar kein Lebkuchen hier am Start. Das sind alles Wichtel. Oder Elfen, oder Gnome, oder Nervensägen. Heieiei, das macht ja Spaß, du. Oh, Körperteile. Oh! Oh shit.
Okay. Waren wir da noch nicht? Überleben. Schnellerer Niederwurf. Ah, schießen sollten wir auch mal lernen. Weiter geht's. Burrito. Na, genau, weg da. Da war noch was. Der Tomahawk. Wir müssen es ja auch nicht mit denen hier aufnehmen. Kommt her! Hilfe! Oh shit, das sind zu viele. Oh mein Gott, sind das viele. Schön die Säure ins Gesicht. Ah, ich bin doch schon da. Das war's. Kommt die nicht runter? Du bist cool drauf. Aber ich muss hier auf jeden Fall weg. Ah, okay. Okay. Dann auf zum Türchen. Mir wird der Arsch abgebissen, wenn ich zu lange hier bleibe. Nur der Arsch abgebissen wäre noch in Ordnung, aber ich glaube, wir machen hier. Ach du Scheiße! Ah, alles klar. Heilige Scheiße, du. Echt super Timing. Die sterben alle davon. Da kann die Tastatur können wir uns sparen. Oh, nee. Nicht hauen. Naja. Kein Problem. Zombie am Spieß ist da. Bisschen dunkel hier für Frank the Tank. Armbrust. Warum nicht? Flüssiger Stickstoff. So, dann machen wir uns noch einen. Ah,
Aber denn zwei Sprengbögen ist auch nicht verkehrt. Platz hier. Ab nach oben, lauf, Frank! Frank, ich hab da was dich interessieren könnte. Warum? Big Chu hat Obscurus Terminals genutzt, um den Kommunikationsausfall zu umgehen. Ja, das habe ich wohl gesehen. Sie hat denen so eine Art Berichte hochgeladen. Ich hab den ersten gefunden. Ich spiele ihn dir vor. Oh. Okay, Big Chu, Tag 1. Willamette ist verloren. Ausgewachsener Ausbruch. Die Horde ist überall. Tausende, vielleicht Zehntausende Tote. Diese paramilitärischen Arschlöcher sind nur ein Teil des Puzzles. Die Regierung steckt dahinter. Und wenn ich das beweise, wenn ich die Strippenzieher entlarve. Also, vielleicht kann ich selbst einen tollen Hecht wie Frank West davon überzeugen, dass Journalismus mehr ist als schnelle Kohle. Der ist einen Monat alt. Scheiße, die ist mir weit voraus. Ich versuche, das auch sagen. Such du in der Zeit nach diesen Terminals. Park out. Ja, liebe Leute, das ist ja schon wieder fast am Ende des Let's Plays. Wir rennen mal schnell. Vielleicht haben wir hier auch einen Speicherpunkt. Kann man so speichern? Ja. Oh, dann nehmen wir doch das Zepter in der Hand. Boah, hat sie ihn zerfetzt. Habt ihr das gesehen? Und einmal genickt nach dem Schlag. Jetzt schießen die auch noch auf mich. Hilf mir doch jemand! Oh, die Zombies helfen dir schon, keine Sorge. Oh mein Gott. Damit gefressen die Rauch. Oh, bom, bom, bom. Die war böse und so. Irre in der Nähe, ja. Genau, der. Herr, aber euch ist der Zutritt zum Land von Königin Sandra verwehrt. Also verpisst euch. Wiet, wiet. Okay, liebe Leute, dann machen wir hier das Ende und vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten, Support und das Ganze. Das wäre nice von euch.